Bilder der Verwüstung. Die Unwetterkatastrophe Anfang August hat Großal besonders hart getroffen. Die Situation war schon eigentlich katastrophal, weil der Schiedbach gemeinsam mit dem Augraben zweimal hintereinander so gekommen ist. Insgesamt 95 Schadensfälle in der Höhe von 1,6 Millionen Euro wurden dem Katastrophenfonds gemeldet. Darunter auch das Bauernhaus von Josef Viehhauser und seiner 87-jährigen Mutter, das unter den Schlammmassen regelrecht begraben wurde. Dann haben wir gesehen, wie die Mauer direkt auf uns zukommt. Und dann ist die durchs Haus durch, als wenn das Haus gar nicht da gewesen war. Die Verwüstung war enorm. Dank der Soforthilfe des Katastrophenfonds konnten die schlimmsten Schäden bereits beseitigt werden. Insgesamt 80% der Schadenssumme werden hier übernommen. Und da ist mir wichtig, als jemand, der in der Politik dafür verantwortlich ist, schnell, unbürokratisch und so zu helfen, dass den Menschen wirklich geholfen ist. Hilfe, die rasch beim Bürger angekommen ist und für den Wiederaufbau der eigenen vier Wände sorgen soll.